Flummi lächelt und zieht die beiden Säbel. Und wir nehmen vor dem Brunnen Position ein. Okay. Was ist die allgemeine Reaktion auf unsere Handlung? Also die Bauern werden erstmal zurückweichen, werden sämtliche Opferungen einstellen, die sie da wohl irgendwie verbrannt haben. Und ja, alle diejenigen, die noch um dich herum standen, werden auch weiter zurückweichen, sodass jetzt dieser Innenhof auch ja, vor Leuten wimmelt, die dann eben am Rande des Innenhofes stehen. Und sie gucken euch zu. Ich mache mit meinen Händen großes Buhai und lasse dann einen Flimflam aufsteigen. Okay, sehr gut. Nur Rondra würde dich so hassen. Hat irgendjemand einen Hut, den wir rumgehen lassen können? Aber nur für eine Spielrunde. Mit 14. Nur in 5 Minuten, ja, okay. Dauert so eine Meditation nicht 4 Stunden? Ja, hast du eine Farbe für den Flimflam? Ja, ich würde ihn selbstverständlich in einem... Naja, Farbe hätte ich vorher ansagen müssen, aber... Ja, komm, mach. Ja, gut. Ich hätte ihn selbstverständlich in einem entsprechenden Rondra-gefälligen... ja, rot-orange, genau, gehalten. Ja. Also mir geht's gar nicht jetzt darum, Karma-Punkt zu regenerieren. Mir geht's darum, ob ich diese Verbindung finde oder nicht. Mhm. Ja, wirf gerne mal deine Liturgie in das Proben. Flummi würde auf jeden Fall versuchen, dich in einen Ausfall zu zwingen. Kannst du jetzt hier nicht den Erben von dem großen Rashul-Ashake bloßstellen? Merkst du vermutlich, dass Rafim irgendwann die Waffe fallen lässt und einfach in Nahkampf geht. Wir kennen da nichts. Wir können uns auch waffenlos am Boden wälzen. Meine Göttin findet das gut. Das habe ich mir gedacht. Du merkst ihn als dumpfes Pochen. Er existiert wohl irgendwo, aber schwach. Nicht verwundet oder nicht verletzt, einfach nur schwach. Es ist so eine kindliche Stärke. Er möchte gerne aufblühen. Und es dauert wohl noch. Er wird einfach durch sein Alter zurückgehalten. Ja. Also Rafim würde das jetzt tatsächlich so lange machen, bis ihn jemand aufhält, einfach um diese Situation zu erforschen. Oder ja, bis mich halt jemand ausnockt, wie also, auch immer. Zunehmen kann gerne mal... Zunehmen kann eine eigene Liturgie-Kindersprobe würfeln, um diese Meditation von Rafim zu führen. Und ja, wenn ihr euch dann drumherum versammelt habt und diesem Kampf dabei zuseht, könnt ihr wohl aber auch erkennen, wie nach und nach Kriegerinnen oder Stadtwächterinnen herantreten, die euch dann gefährlich mustern und erst einmal dabei zusehen, so grob in 5 Minuten. Und dann, wenn der Flimflam von Boltax erlischt, werden sie herantreten und sich mit ihren Schilden und den Streitkolben positionieren. Stopp! Ihr aufhören! Zulamin beendet ihren Angriff mit einer eleganten Bewegung und steckt die beiden Säbel weg. Verzeiht. Haben wir etwas Unrechtes getan? Krieger von weit her? Ja. Ihre Nichtkämpfer in den Tempel von Rahandra. Rahandra, Gott von Regen und Sturm. Sucht euch einen anderen Tempel. Kämpft bei Avesha. Kämpft bei Balad Kelevatan, aber das Ort von Frieden. Ich würde mir am Kopf kratzen und auf Zulamakra sagen, Entschuldigung. Es tut uns leid, es ist ein Missverständnis. In unserer Heimat huldigt man ihm so. Aber wenn das hier nicht üblich ist, werden wir das natürlich erst sofort einstellen. Danke, dass ihr uns in Kenntnis gesetzt habt. Ja, sie nicken. Es sind alles Wächterinnen, könnt ihr erkennen. Also auch da schimmert das Erbe von Aranien wieder durch. Nicken und gehen dann wohl wieder. Unterhalten sich wohl aber auch über... sie haben vielleicht noch nicht so diese ganzen Geschichten von diesem Heimamujim und den anderen Bauern, die um mich drumherum gehört, aber sie scheinen da wohl eher missmutig zu sein. Zulamin tritt an Rafim heran. Und? Könntest du etwas spüren? Ja, faszinierend. Scheinbar ist er noch nicht so weit. Hast du dich deswegen von mir zurücktreiben lassen? Naja,
Tun wir mal so, als ob. Du kannst sehen, wie da wohl 3-4 Kinder an deinem Speer sitzen, den du irgendwann fallen gelassen hast. Sie fangen an, ihn irgendwie zu berühren, zu betasten und einige weinen oder fangen an zu lachen, wenn sie mal so kurz drauf tippen und dann die Hand wieder wegziehen, als würde es einen Blitzschlag geben. Entschuldigt, dass ich uns so lange aufgehalten habe, aber das ist ein einzigartiger Einblick, würde ich tatsächlich sagen. Doch, mal was Neues. Und so unauffällig. Oh ja. Assalamu alaikum. Ihr müsst in sein Erbe von Rashtul al-Sheikh. Ja, warum nicht? Von weiter, ja? Ich kaufe Sperren. Ich mache einen guten Preis. Guter Preis. Nein. 4 Kamele. 4 Kamele und 3 Ziegen, ne? Das ist, glaube ich, hier wirklich. Denkt an die Inflation, Rafim. Das ist damals richtig viel gewesen. Ich schenke euch 2 Frauen, hä? Na, kein Interesse. 2 Frauen und 3 Kamele für Speer. Das gute Metall. Das muss sein, Endurium. Also der Preis von Endurium muss damals sehr schlecht gewesen sein. War er nicht. Vermute ich. Waffe von Götter. Ich mache guten Preis. Ich nenne meine 3 Kinder nach euch. Und das soll ein guter Preis sein für eine Waffe der Götter? Und 2 Frauen und 3 Kamele. Und ich lege noch 5 Ziegen oben drauf. Aber das ist letzter Preis. Guter Preis, aber letzter Preis. Nein, vielen Dank. Jetzt sieht man mein letztes Hemd aus. Ich habe viele Kinder. Na gut, ich gebe euch 7 Kamele und 3 Ziegen, 2 Frauen und benenne meine 5 Kinder nach euch. Aber das letzte Preis. Guter Preis, aber letzter Preis. Nein, ich kann doch meinen Speer nicht abgeben. Den brauche ich doch noch. Ihr seid kämpfen gegen Echsen. Ihr kommt von Yashua Lai? Ja, warum nicht? Ihr seid Krieger von Yashua Lai. Ich schüttle den Kopf im Hintergrund. Sag mir das irgendwas. Also ich hatte es vorhin einmal erwähnt. Ja, warum nicht? Wir sollten gehen. Aber mir immer, wenn ich Freunde machen, müssen wir auf einmal gehen. Was ist das? Ihr werdet in der Tat insoweit recht, dass je länger wir uns aufhalten, desto größer ist das Risiko, dass wir entweder in Schwierigkeiten geraten, mit, ihr wisst schon wem, oder die Zukunft, ohne es zu wollen, verändern. Wir sollten uns also auf unser Ziel konzentrieren. Gut, dann lasst uns zum Tempel der Widersacher rangehen. Wenn ihr denkt, dass es hilft, dann ja. Nochmal, sorry, Frau Hage, nochmal an Frosty. Wo auf der Karte ist jetzt der Krack von Tekra? Nein, der Krack, ich habe vergessen, der Krack jedenfalls. Beim Left-Hand-Tempel, oder? So, das dachte ich auch, aber ich kann ihn nicht anklicken. Rahandra-Tempel. Dann habt ihr hier den Krack, Yakesh, das ist der Left-Hand-Tempel. Ja. Und hier ist der große Tempel von Balkalir. Okay, von, gut. Von Balkalir. Ja gut, ich hab die beiden Tempel gesehen, ich wusste nur nicht mehr, wo welches von beiden der Krack war. Ja, aber die Symbole daran sollten sichtbar sein. Ach, da steht Kakiakesh drunter. Danke, die kann man. Cool, danke, ja. Also, du kannst sie anklicken, aber ja, also Left Hand. Ja. Oh, das ist die große Festung. Gut. Abelmir, Sepp, Pentilio. Mir ist gerade ein Gedanke gekommen. Vielleicht ist es egal, was. Ereignis. Sehr lustig. Wird Zeit. Nun, vielleicht ist es egal, was wir hier tun. Weil wir gar nicht wirklich in der Vergangenheit sind, sondern wir uns in einer Art Globule befinden. Interessante Hypothese. Doch. Ich bin allerdings nicht bereit, darauf zu wetten. Nun, ich würde schon vermuten, dass wir in der Vergangenheit sind. Es gibt verschiedene temporale Theorien dazu, aber ich glaube, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Vielleicht später, wenn wir uns eine Unterkunft gesucht haben. Wir wollten noch nicht auf der Stadt schlafen, vermute ich. Nun, das würde mir jetzt weniger ausmachen, aber... Lasst uns im Gehen weiter darüber reden, damit sich nicht so viele Leute um uns herum ansammeln. So, Zulamin, du hattest ja doch deine Liturgie-Kenntnisprobe gewürfelt. Du hast deine Göttin stark gespürt, also sehr starkes Pulsieren. Nicht unbedingt hier,
aber vor allem im Westen von hier hast du sie sehr, sehr deutlich gespürt und sehr stark. Also du gehst nicht davon aus, dass es eine Globule ist, in der jetzt Baya existiert. Und auch Rafim hat, wie gesagt, Chor deutlich gespürt. Also schwach, aber deutlich. Ja, aber das ist ja kein Wissen, das Boltax hat. Nee, genau, aber das ist jetzt halt so, was ihr in die Diskussion einbringen könntet. Nun, ja gut, dann erst Boltax. Nun, der Tetraeder fächert doch die Sphären auf, nicht wahr? Aber Zeit ist keine Sphäre, zumindest nicht nach dem eigentlichen sphärologischen Modell. Deshalb dachte ich, nun, eine Globule kann abgetrennt werden durch die Sphären. Es wäre durchaus eine Arbeitshypothese, mit der man weiterdenken könnte. Nun, ich denke, was ihr meint, ist richtig, aber Zeit ist keine Sphäre, sondern ein Kontinuum. In der Tat. Ordinate der Ordnung, könnte man sagen. In den theoretischen Betrachtungen zum Trotz, Kapitania, ist es so oder so vorteilhaft für uns, unsere kurz wie möglich aufzuhalten. Nun, Es interessiert mich trotzdem aus einem theoretischen Blickwinkel, denn in der Tat ist eine Reise in die Vergangenheit nicht das, was ich von einem Artefakt erwartet hätte, das, wie mir gesagt wurde, die Sphären aufspaltet. Kelbara holt das wieder heraus und du kannst erkennen, dass es wohl immer noch leuchtet. Nun, stellt euch doch einmal vor, wir kommen bis in die erste Sphäre und im Kern all dessen, dieses, wie nennt man es, philosophisch gesehen, ich glaube Weltengesetz, und der Fluss der Zeit ist als Weltengesetz festgelegt. Selbst dann wäre er noch, wie Abemir sagt, ein Kontinuum, oder? Nun, ihr habt es nicht ganz verstanden. Ich meinte, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft sind nicht unterscheidbar. Sie sind eins. Simultan, in der Tat. Nein, nicht simultan. Sie sind eins. Sie sind nicht unterscheidbar für uns, da wir uns fehlt die Perspektive, um dieses zu erkennen. Versteht ihr? Ist es gleich einem Bildnis? Wenn ihr auf einer Erbse sitzt und glaubt, ihr könnt die Welt sehen, so seht ihr nur die Oberfläche der Erbse. Versteht ihr? Ihr dürft einmal auf Sinneschärfe würfeln. Plus 12. Hahaha. Ist nicht mein Job. Ich habe auch immer ganz starke 7 Punkte. Wow. Also, aber mir sieht auf jeden Fall erstmal Borberat um die Ecke kommen. Aber mir sieht den Xamarnot. Mal wieder. Ja, aber mir, so guckst dich ein bisschen um, wenn du dann so mit deinen Kameraden sprichst und. Tja, das ist zumindest alles Abschaum, was hier ist. Also die Bauern, die Händler, die stinken ganz schön. Und, an dir vorbei läuft so eine Katze. Ja, Zeit, ein Kontinuum. Ob man das zurückspulen kann. Aber mir, mögt ihr das mit diesem Zeitreiseparadoxon noch einmal erklären, was ihr kurz angeschnitten hattet? Nun, es gibt dort zwei Theorien dazu. Eine sagt, dass man die Vergangenheit ändern kann. Die andere behauptet, dass die Zeit ein in sich konsistentes Ordinate ist. Sozusagen, wenn ihr etwas in der Vergangenheit ändert, ist es nur zulässig oder es wird geschehen, wenn es bereits in der Vergangenheit passiert ist. Versteht ihr? Also war es von vornherein ein Plan, dass etwas in der Vergangenheit durch uns geändert wird? Nicht ein Plan, ein feststehender Fixpunkt. Ah, ja, das meine ich damit. Ihr verletzt keine Kausalität. Versteht ihr? Weil die Zeit permanent kausal ist. Nun, nicht ganz. Die Zeit ist in sich zwar kausal, aber ihr könnt nichts tun, was nicht bereits passiert ist. Es ist etwas schwierig zu erklären. Die Zeit ist in sich konsistent. Dies bedeutet, alles, was ihr tut, ist bereits geschehen. Ich verstehe. Abelmir, habt ihr ein Pergament? Zulamin, ich kann es euch, glaube ich, sehr einfach erklären. Ich denke, es ist wieder wie bei der Sache mit dem freien Willen und der Vorbestimmung. Nun, das hat nichts mit Vorbestimmung zu tun. Zeit ist Zeit. Nun, Zeit wird allerdings vom 13. Grad kontrolliert. Nun, das ist auch eine Theorie nur. Ich werde euch gerne meine guten Pergamente geben. Nein, eure Feder, bitte. Auch die macht ihn nur kaputt. Nun, ich muss euch jedenfalls sagen, dass ich nicht denke, dass es sich hierbei um eine Globule handelt.
Denn in Globulen sind die Götter teilweise eher fern. Natürlich könnte das etwa das sein, was Rafim gespürt hat. Aber das bezweifle ich stark. Ich bestehe weiterhin darauf, Kapitania, dass es irrelevant für uns ist. So oder so müssen wir sehen, dass wir hier herauskommen. Ich weiß nicht, wieso euch diese Diskussion stört. Wir sind doch bereits zum Tempel unterwegs. Nicht der Punkt. Es geht daran, dass unser gesamtes operatives Vorgehen darauf abtreffen sollte, nicht lange hier zu sein. Und wir haben bereits Dinge verändert. Das heißt, ich stimme Abelmirs Prämisse zu. Es hätte ohnehin nicht anders laufen können, als wir gehandelt haben. Das ist eine Theorie. Die andere sagt natürlich, dass man die Vergangenheit ändern kann. Nun, ihr verändert die chronotachialen Vektoren der Vergangenheit. Ich habe eine Idee. Wir stellen das Ganze einfach auf die Probe. Dafür bräuchte ich, wie gesagt, nur das Pergament und die Feder. Nun, dann kauft euch doch eines. Nun, dann gehen wir auf den Markt, von mir aus. Ich glaube, wir müssen ihn ohnehin überqueren, wenn wir zu diesem Tempel wollen. Ihr wollt zum Tempel von Balad, von der Balkalil, ja? Passt mal, ja. Ja. Auf dem Weg kommt ihr dann wieder zum Avis-Tempel, könnt da auf den großen Bazar einbiegen, wo zahlreiche Buden stehen oder auch Zelte, und könnt euch hier dann auch relativ einfach mit Pergament und Tinte ausstatten. Oder mit Kohlestiften, also je nachdem, das was Boltax halt haben mag. Mhm. Okay. Ja, nun, ihr erinnert euch an den Heiligen der Nanduskirche Nostria Thamos, oder? Ja. Ja, in der Tat. Nun, er hat diese Prophezeiungen geschrieben, etwa um die Zeit, in der wir uns jetzt auch befinden müssten. Einige davon berühren die barbaradianische Invasion, oder? Ganz genau. Nun, und ich kenne diese Prophezeiungen zufälligerweise und könnte sie jetzt auf dieses Papier schreiben. Ja? Und mit Nostria Thamos unterschreiben und sie nach Al-An verschicken. Was würde wohl passieren? Und ich mache das währenddessen. Nun, diese Prophezeiungen sind in unserer Zeit bekannt. Von wem sie nun kommen, das wird sich nicht beweisen lassen. Also weiß ich nicht, was es bewirken sollte, dass sie das tut. Es könnte sein, dass sie von Anfang an euer Werk waren. Oder es könnte sein, dass diese Person irgendwo anders ist und ihre Visionen aufgeschrieben hat. Genauso ist es nicht beweisbar, dass Satina nicht eingreift, um diese Nachricht im buchstäblichen Deckmantel der Geschichte verschwinden zu lassen. So oder so, wenn wir wissen, dass die Originalprophezeiungen nach Al-Anfa geliefert worden sind, könnten wir bei unserem nächsten Aufenthalt in Al-Anfa sicherlich Nachforschung anstellen, das Pergament dort sichten und hätten dann den endgültigen Beweis, ob oder ob nicht. Ein endgültigerer Beweis wäre es aber, einen sehr kleinen Teil, unauffällig kleinen Teil der Prophezeiung zu ändern und zu schauen, ob dieser sich in unsere Echtzeit fortsetzt. Oh, dann schreibe ich noch herauf, dass Boltax seine fantastische Hochzeit haben wird. Vielleicht etwas, wie ich bereits sagte, kleineres, unauffälligeres. Es reicht einfach ein einzelnes Wort aus einem solchen Satz. Ihr seid ganz schön mutig, die Zeit so zu ändern. Es könnte nicht Folgen haben, die ihr gar nicht begreifen könnt. Aber es könnte Satin auf den Plan rufen, der euch aufhalten möchte. Was wäre denn die Alternative zu einer Zeitreise? Ihr sagtet Globule? Das glaube ich nicht. Dafür ist die Präsenz meiner Göttin hier zu stark. Oder die Präsenz einer Entität, die euch vorgibt, eure Göttin zu sein. Lege das Pergament entnervt auf irgendein Fass. Nun, jetzt hört mir zu. Es ist nun mal, wie es ist. Wir können jetzt darüber lamentieren und uns überlegen, oder wir können die Hypothese auf eine Probe stellen. Passt auf. Theologisch betrachtet gehe ich davon aus, dass keine Gefahr besteht. Denn natürlich ist es naheliegend, sich Sorgen zu machen, dass man die falsche Person tötet und dadurch schreckliche Folgen entstehen. Aber tatsächlich könnte ja die kleinste Kleinigkeit, die durch unser Hiersein ausgelöst wird, diese Folgen nach sich ziehen. Doch, da ja nicht nur wir Menschen handeln, sondern auch die Götter, gehe ich davon aus, dass diese zweite Theorie zutrifft, von der Abel mir sprach, dass alles, was wir hier tun, bereits passiert ist. Auch wenn wir selbst noch nicht wissen, was wir tun werden. Da wir es aber nicht wissen, Kapitän.
Es gibt die Kausalknoten und die sind tatsächlich manifest. Und ich denke nicht, dass es ein Zufall ist, dass hier zwei Töchter der Niobare oder aber des Alric Donatian herumlaufen, gemeinsam mit dem Erben Rashtul al-Sheikh, der tatsächlich ein Speer aus Titanium bei sich führt und damit wirklich aussieht wie ein Alvaranjar von diesem Rashtul. Moment, glaubt ihr jetzt daran? Ich dachte, das hätte sich dieser Geschichtenerzähler gerade eben aus dem Ärmel geschüttelt. Nein, aber selbstverständlich hat er es sich aus dem Ärmel geschüttelt. Aber nun, es kann kein Zufall sein, dass wir in die Zeit zurückreisen, gemeinsam mit einem 3 Meter großen Krieger, der einen faszinierenden Speer bei sich trägt. Und dass dieser Heilige, der diese Stadt damals erbaut hatte, genau damals so herumlief. Also, das kann kein Zufall sein. Wie gesagt, kamale Kausalknoten. Ich frage mich, ob wir in der Gegenwart noch Geschichten finden würden, die von Rafim berichten. Nun. Natürlich nicht unter diesem Namen, aber. Naja, davon kann man ja eigentlich nur ausgehen. Also, ich habe hier schon eine Ausstrahlung, die Zeit überdauert. Serpentilio, von einem philosophischen Standpunkt aus, was meint ihr dazu? Ich denke, dass es anerkannt ist, dass die Zeit von einer Wesenheit kontrolliert wird, die mächtiger ist als wir alle und alle, die wir kennen. Entsprechend müssen wir davon ausgehen, dass alles, was passiert, nur mit seiner Zustimmung passiert. Dementsprechend können wir schließen, dass, egal was wir tun, wir keine irreparablen Schäden am Zeitengefüge anrichten werden. Ansonsten würde man uns aufhalten. Denn wir sind ja alleine durch seine Zustimmung hier. Ansonsten wären wir zu diesem Zeitpunkt gar nicht hier. Das habe ich mir auch gedacht. Nun, soweit ich gewahr bin, hat noch niemand eine Begegnung mit Satinaf erlebt und lang genug erlebt, um davon zu berichten. Und wir wollen wohl nicht. Nehmen wir an, Boltax, dass ihr absichtlich die Zeit manipulieren wolltet. Beispielsweise, indem ihr diese Prophezeiung auf ein Blatt Papier schreibt und sie dabei verändert. Sie könnte unterwegs nach Al-Anfa verloren gehen oder aber es gibt Übertragungsfehler, weil sie ins Wasser gefallen ist und irgendjemand sie reparieren musste. Dabei sind, wie gesagt, Zeichen verwischt oder so etwas in der Art. Also, solltet ihr etwas versuchen, was dem zu widerspricht, können die Götter oder vor allem Satinaf es immer wieder zurechtbiegen. Es ist wie Sumu, die Zeit heilt sich selbst. Nun ja, Sumu heilt sich wohl nicht selbst, wie es scheint. Habt ihr nicht davon berichtet, dass sie stirbt? Das war sehr unpassend. Aber ja, die Zeit heilt sich selbst, tatsächlich. Sie braucht nur lange genug. Dennoch glaube ich trotzdem, dass wir bestraft werden sollten, falls wir etwas absichtlich provozieren. Wir sind als Beobachter hier und wir haben eine Aufgabe, den Gürtel finden. Denn das ist der Grund, warum Donatian diesen Tetraeder gebaut hat. Aber wissen wir das? Unsere Aufgabe hier könnte durchaus auch sein, jemand oder etwas zu töten. Wir wissen es nicht. Unsere Aufgabe hier, Kapitania, ist es, den Gürtel zu befassen. Es stellt sich nur die Frage, warum Donatian diesen Tetraeder gebaut hat. Will er, dass wir diesen Gürtel finden und zurückbringen? Oder ist es sein Wille, dass wir etwas tun, was ihm nützt, den Gürtel zu erlangen? Nun, wir sollten uns auf die Suche nach dem Gürtel machen und auf dem Weg dahin erst einmal beobachten. Wenn wir erkennen, dass wir hier tatsächlich etwas zu tun haben, wie jemanden oder etwas zu töten, dann werden wir das auch machen. Aber wir müssen diese Aufgabe vorher erst erkennen. Ich stimme der alten Schabracke nur ungern zu, aber sie hat recht. Im Übrigen tröstet es mich, dass sie sagt, die Zeit heile sich selbst, denn als wir von diesem Hügel herunterstiegen, ist euch aufgefallen, dass Spuren in der Luft zurückgeblieben sind, dort, wo wir zurück hindurchgegangen sind? Ich frage mich, ob wir dorthin zurück müssen, um diesen Ort zu verlassen, oder ob wir an beliebiger Stelle einen neuen Durchgang öffnen könnten. Frosty, konnten wir alle diese Spuren sehen oder nur die den Tetraeder hatten? Also ihr hattet an der Stelle gesehen, wie dort ein großer grüner Riss in den Sphären klappt. Der war nicht grau, der war grün und ihr konntet ihn wie ein Schleier beiseite schieben. Und als ihr auf der anderen Seite an den Hügeln von Jerke standet, wo die Bauern und die Ziegen dann eben auch untergebracht wären, konntet ihr auch auf dieser Seite den grünen Schleier erkennen.
Es wäre besser, wenn es sich anrichten ließe, wenn wir denselben Weg zurücknehmen. Die Sphäre auf eine solche Weise aufzuspalten, ist nicht gut für die allgemeine Stabilität. Gut, dann werden wir nur im Notfall versuchen, einen weiteren Durchgang zu öffnen und versuchen, uns dorthin zurück durchzuschlagen, wenn die Lage ungemütlich werden sollte. Nun, was unsere Aufgabe aus Sicht des Donatian angeht, es ist beunruhigend, dass er Teile seiner Seele in diese Bilder gebunden hat, denn das scheint das Potenzial einer Rückkehr zu beinhalten. Aber zu diesem Zeitpunkt ist das ja sicherlich noch nicht passiert. Nun, denn er hat das Bild, er ist hier. Er hat das Bild während den Magierkriegen erschaffen und dementsprechend... Nun, ich denke schon, dass das Bild zeitlos ist. Magierkriege sind auch ein halbes Millennium hin. Jetzt nur für mein zeitliches Verständnis. Hat er es jetzt schon gemalt oder nicht? Er wird es malen, jetzt in der Zukunft. In den Stein geschlagen und laut den Informationen, die uns vorliegen, höchstwahrscheinlich in 600 bis 700 Jahren. Aber jetzt nur mal so in die Luft geworfen. Der Bastard war ja vermutlich schon alt, als er die Bilder gemacht hat, oder nicht? Naja, es ging... Also ich meine, das Bild zu machen ist doch jetzt die letzte Option, oder nicht? So wie ich ihn gesehen habe, er wirkte jetzt nicht besonders alt und gebrechlich. Alt. Aber das meine ich halt. Der hat doch bestimmt vorher irgendwas anderes gemacht, was nicht so schwierig ist. Alterafim ist für die Erzmagier des alten Losbaran ein flexibler Begriff gewesen, nach allem, was man hört. Ah, wunderbar, das passt zu meiner Theorie. Vielleicht ist der Bastard hier. Ihr dürft eine weitere Sinneschärfeprobe würfeln. Dieses Mal ist sie nicht um 12 erschwert, sondern nur um 5. Kommt jetzt endlich der Überfall? Ja, ja, bitte? Irgendwelche Echsenkrieger, die Rafim abmurksen wollen? Und während ihr euch dort auf dem Bazar unterhaltet, könnt ihr erkennen, wie wohl aus dem Norden heraus eine große weitere Versammlung herantritt. Allerdings verbeugt sich dieses Mal niemand. Was euch allerdings viel mehr auffällt, ist, dass ihr Leute erkennt. Und zwar nicht nur die Wappen von El Burum, die Pfauengarde, sondern ihr könnt auch die Hauptfrau Sheila Sab al-Wasra wieder zuordnen. Es sind auf den ersten Blick 20, 30, 40, ja, eine große Abteilung der Pfauengarde stolziert jetzt gemeinsam mit der Hauptfrau durch das historische Jerkesch. Und ihr könnt erkennen, wie sich einige Gefangene unter ihnen befinden. Zwei Stück, die ihr wiedererkennt aus dem Observatorium. Zwei gefangene Töchter Niobaras und eine dritte, die wohl nicht angebunden ist. Diejenige, die euch damals ihren Namen nicht verraten wollte oder keinen hatte. Alameda blickt zu Kelbara. Wir hätten das Tor nicht offen lassen sollen. Wir hätten reinen Tisch machen sollen, dass wir die Möglichkeit hatten.